Hallo und herzlich willkommen zu meinem hoffentlich letzten Schwangerschaftsupdate. Ich habe es jetzt schon wieder 9 Wochen verplant, eins zu machen. Also das letzte Update hatte ich in der 30. Woche mit euch abgedreht und ich bin jetzt in der 39. Woche. Ich muss nochmal genau gucken, wie das jetzt genau heißt, wie ich bin. Wir haben heute den 8.4. und ich bin 38 plus 4, also Mitte 39. Woche. Es wären noch 10 Tage bis zum Geburtstermin. Deswegen sage ich auch, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es einfach das letzte Update ist. Es hat sich so ein bisschen was getan bei mir. Meine Schmerzen fangen jetzt langsam an. Ich möchte eigentlich gar nicht so meckern, aber vielleicht interessiert euch das ja, dass ihr das vielleicht auch habt. Also ich meine, es ist jetzt das dritte Kind und ich bin trotzdem irgendwie unsicher und es fühlt sich irgendwie alles anders an. Ist total komisch. Also ich weiß nicht, was ich im letzten Update gesagt habe. Das ist jetzt auch schon wieder 9 Wochen her. Ich hatte auf jeden Fall zwischenzeitlich Krämpfe im Hintern, also auf der einen Seite nur im Hintern-Oberschenkelbereich. Hat sau weh getan, waren aber auch keine richtigen Krämpfe. Also es war so, als ob so ein Krampf anfängt, dann wieder aufhört. Aber du konntest dich halt einfach gar nicht mehr bewegen. Und das war schon echt hart. Ich war dann auch beim normalen Termin beim Frauenarzt und die meinte, ja, das könnte vom Ischias-Nerv kommen. Kann man jetzt nichts machen. Da dachte ich mir so, ja geil. Ich hatte vorher schon Magnesium genommen, aber Magnesium hat bei mir leider irgendwie nicht gewirkt, also die Krämpfe waren dann trotzdem noch da und ich hatte Durchfall. Natürlich war gerade mein Akku leer, habe jetzt gewechselt, jetzt ist wieder alles gut. Also ich habe das Magnesium nicht vertragen und mir war es dann quasi, ja, ich musste halt abwägen, was wäre jetzt wichtiger gewesen oder was ist für mich schlimmer und für mich war es einfach schlimmer, Durchfall zu haben, weil man halt Krämpfe hat, man ist halt einfach, ich fahre halt auch viel die Kinder und wenn ich dann irgendwie eine Dreiviertelstunde im Auto sitze und habe dann so auf jetzt auf gleich irgendwie Krämpfe und muss aufs Klo, das geht halt einfach nicht. Und da habe ich gesagt, ja komm, hat ja eh nicht so gewirkt, also die Krämpfe waren ja trotzdem noch da, habe ich es halt also abgesetzt und ja, wie gesagt, die Frauenärztin konnte mir da halt leider auch nicht helfen, so wie, immer, wenn ich irgendwas hatte. Also egal, was ich hatte. Und habe das gesagt dann, ja, das ist halt so, sie sind halt schwanger. Wo ich mir denke, ja, toll, kannst du dir auch sparen. Muss ich nicht zum Frauenarzt gehen, ne? Naja, dann wurden in der 30. Oder seit dem letzten Mal, ich wusste nicht, ob das letzte Mal schon ein CTG geschrieben worden ist. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wurden jetzt CTGs geschrieben in den letzten Wochen der Schwangerschaft. Was ich ziemlich nervig fand, weil ich weiß nicht, also das erste Mal oder die ersten 2 Male wurde das CTG bei mir im Sitzen geschrieben. Also ich saß quasi hier auf so einem Sessel und war halt im Sitzen und dann haben die halt oben dieses Ding dran gemacht, was sozusagen den Druck am Bauch misst, ob ich halt eine Wehe habe und unten weiter dieses Ding für den Herzschlag dran gemacht. Und das Problem ist ja, ich habe euch das ja schon in anderen Videos erzählt, dass ich halt so eine Fettschürze habe. Das heißt, da ist halt die Bauchdecke halt richtig, richtig dick. Und genau da, wo der Herzton dann gemessen werden sollte, das ging dann nicht. Und haben wir da richtig lang, ich glaube, das einmal eine Viertelstunde lang, so den Herzton versucht zu... Also man hat gehört, dass das Herz geschlagen hat, aber man hat es nicht die ganze Zeit gemerkt. Und haben dann halt eine Viertelstunde so gesucht, bis wir dann die richtige Position hatten. Und dann musste ich das quasi festhalten. Und auch nicht nur festhalten, sondern so richtig reindrücken, weil das mit diesem Gummi irgendwie nicht funktioniert hat. Und dann musste ich da 20 Minuten sitzen. Koya war jedes Mal dabei, also bei jedem Frauenarzttermin war Koya dabei. Und ja, hat mich dann mental unterstützt quasi. Aber er meinte auch, das ist ja doof. Und dann, also das haben wir dann 2 Mal gemacht. Und beim 3. Mal habe ich gesagt, nee, ich möchte mich gerne hinlegen. Weil dann zieht sich der Bauch immer so ein bisschen, dann ging es besser. Aber auch da mussten wir halt quasi dieses Herzton-Ding halt halten. Und das hat aber Koya gemacht. Also ich lag auf so einer Liege und er saß neben mir und hat dann quasi das gehalten. Und ich konnte mich dann ein bisschen besser entspannen.
aber weiß ich nicht, gebracht hat es halt nicht, weil dann hat man immer irgendwie zwischendrin den Herzton quasi verloren, weil man das, weil sich das Baby bewegt hat. Das eine Mal hatte das Baby auch richtig Schluck auf. Das erste Mal, das hat wirklich erst so in der, weiß ich nicht, 36. Woche oder so angefangen, dass ich gemerkt habe, dass das Baby auch mal Schluck auf hatte und dann halt beim CTG hast du es halt richtig gehört und hat sich auch die ganze Zeit bewegt und dementsprechend, ja, haben wir dann den Herzton wieder verloren und ja, toll, dann liegst du da 20 Minuten und dann guckt die Ärztin drauf und sagt so, ja, es war ja schon ein bisschen aktiv, naja, ja, ist alles okay, wo ich mir denke, so, hättest du dir auch sparen können irgendwie, weil, ja, ist egal. Ja, das fand ich halt irgendwie immer ein bisschen so blöd, also ich habe, ja, weiß ich nicht, ich kann es gar nicht sagen, ich fand es halt einfach doof. Genau, das war so beim Frauenarzt. In der 32. Woche hat sie mir gesagt, dass das Kind schon sehr tief mit dem Kopf liegt, was eigentlich erst ab der 36. Woche so sein sollte. Also schon richtig tief im Becken, was eigentlich ganz gut ist, weil falls ich jetzt einen Blasensprung kriegen sollte, müsste ich quasi nicht liegend transportiert werden, sondern könnte einfach mit Keuer im Sitzen im Auto fahren. Weil wenn man das, glaube ich, also wenn das Baby noch nicht richtig mit dem Kopf im Becken sitzt, dann könnte es ein Nabelschnurvorfall, also dann könnte sich die Nabelschnur quasi irgendwie um den Hals wickeln oder so, irgendwie sowas. Das wäre jetzt bei mir nicht der Fall. Aber dieses Tiefsitzen, das habe ich halt schon extrem gemerkt, ne? Also es drückte halt alles nach unten. Und jetzt die letzten, weiß ich nicht, 3-4 Tage wird es halt echt immer schlimmer. Also ich habe ganz oft Nierenschmerzen. Ich habe es auch schon bei Instagram erzählt. Da haben auch viele gesagt, ja, hast du nicht einen Nierenstau oder so? Nee, ich hatte schon mal einen Nierenstau und glaubt mir, einen Nierenstau, den merkt man. Also den Nierenstau hatte ich bei in mir Schwangerschaft und da war es halt wirklich so schlimm, dass ich nicht schlafen konnte. Und ich bin echt eigentlich nicht schmerzempfindlich, aber ich konnte nicht schlafen, ich konnte gar nichts. Und bin dann zum Arzt gegangen, das war der Nierenstau. Und jetzt habe ich halt komischerweise auf der linken Seite eher Nierenschmerzen, obwohl man eigentlich, wenn, eher auf der rechten Seite wohl Nierenschmerzen kriegt beim Nierenstau. Und wenn ich dann aber mich auf die Heizdecke lege oder ein Körnerkissen drauflege, dann wird's oder bade oder dusche heiß oder so, dann geht's weg. Das heißt, es ist für mich kein, also es geht weg, es ist kein Nierenstau. Genau, das habe ich so ein bisschen, was mich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, beschäftigt. Und dann habe ich ganz oft ein Ziehen im Bauch. Und ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich habe schon versucht, es meiner Freundin zu beschreiben und Keuer zu beschreiben. Aber das geht quasi von innen im Bauchnabel. Also als wenn sozusagen auf Bauchnabelhöhe das Baby irgendwie an so einer Schnur von also was so innen in meinem Bauchnabel drin ist, zieht. Und das geht halt bis in die Scheide rein. Also, ich zeige es euch mal. Also quasi von hier bis halt wirklich runter. Aber von innen, nicht von außen oder von der Seite, sondern von innen. Und es ist teilweise so schlimm, dass ich nicht gehen kann. Also das hatte ich gestern, da hatte ich, ich weiß nicht, ob es daran lag, ich hatte bei mir unten am Computer, hatte ich so ein paar Stecker ausgetauscht und bin halt da ein bisschen auf dem Boden rumgekrochen. Also ich saß quasi, habe aber was gemacht und bin dann nicht aufgestanden und dann hat das so gezogen. Und dann stand ich quasi hier und da war mein Bürostuhl und ich denke mir so, scheiße, wie kommst du jetzt dahin? Es hätte nur einen Schritt gehen müssen. Und ich habe da so lange gewartet, weil ich diesen einen Schritt nicht gehen konnte, weil das so wehgetan hat und so gezogen hat. Ich habe es dann irgendwann doch gemacht und konnte mich dann hinsetzen und im Sitzen ging es dann auch. Aber sobald ich dann wieder aufgestanden bin, hat es wieder so runtergezogen und so runtergedrückt. Ich habe es halt auch gegoogelt. Gefühlt fühlt es sich so an, als ob der Muttermund sich öffnet oder als ob der Kopf extrem auf den Muttermund drückt. Nicht auf irgendwie auf diese Symphyse, also nicht auf diese Knochen. Ne, das hatte ich ja auch schon, dass es einfach runterdrückt, sondern auf was Weiches irgendwie, keine Ahnung. Es ist ganz komisch, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein heißer Draht oder so ein Messerstich, also es war echt schon hart. Aber das hatte ich dann gestern so eine Viertelstunde oder so, dann war es wieder weg, dann hatte ich das später nochmal. Habe auch echt überlegt, ob ich nochmal dann zum Frauenarzt gehe, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das dann nochmal hatte, da war mein Papa gerade hier und ich konnte gar nicht gehen. Und er so, hä, wie? Und ich musste Ben noch vom Kindergarten abholen. Er so, du kannst ja jetzt nicht Auto fahren. Ich so, ja doch, ich muss ja Ben abholen. Und war halt echt am Überlegen, ob ich dann nicht doch irgendwie zum Frauenarzt fahren soll. Aber mein Frauenarzt hat leider Urlaub. Und jetzt nochmal den Frauenarzt wechseln und dann ging es auch wieder von alleine weg, ne? Also ich glaube, hätte ich das länger als eine Viertelstunde oder so gehabt und dann hätte ich es auch nicht gemacht. Aber im Sitzen ging es, wie gesagt, nur im Stehen war es halt extrem. Ja, und das habe ich halt jetzt schon des Öfteren gehabt. Ich glaube schon 4-5 Mal oder so insgesamt.
Aber es ist halt keine Wehentätigkeit. Es ist halt einfach nur, also es zieht halt extrem. Ja, und dann hatte ich gestern, also gestern war echt ein komischer Tag. Vorgestern hatte ich schon Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich und saß halt so am PC und hatte halt die ganze Zeit im unteren Rückenbereich Schmerz und dann ist mein Bauch immer hart geworden in regelmäßigen Abständen. Und ich denke mir schon so, oh mein Gott, das Kind kommt. Habe ich so eine Wehen-App, habe so, dann habe ich einen harten Bauch und dann hat er wieder aufgehört und so. Und dann hatte ich alle 4 Minuten oder so irgendwie eine Wehe oder einen harten Bauch. Und dann sagt die App so, fahren Sie ins Krankenhaus. Ich denke mir so, oh mein Gott, es geht los. Aber nein, ich habe dann erstmal gesagt, so nee, ich will jetzt erstmal in die Badewanne gehen. Ich bade jetzt erstmal und gucke erstmal, wie das so ist mit meinem Rücken, ob die Rückenschmerzen weggehen. Weil ich die Rückenschmerzen auch permanent hatte. Also ich hatte nicht einen harten Bauch und Rückenschmerzen, sondern ich hatte eigentlich permanent Schmerzen und ab und zu halt einen harten Bauch dazu, ne? Und ich war dann in der Badewanne und dann war gar nichts mehr. Also es war, als ob nie was gewesen wäre. Und ja, dann wusste ich halt auch, das ist nichts. Genau, und gestern hatte ich wieder ganz, ganz schlimme Rückenschmerzen. Zwar keinen harten Bauch dazu, aber permanent Rückenschmerzen, aber eher auf der linken Seite mehr als auf der rechten. Und es war so schlimm, ich wollte dann nochmal einkaufen fahren und Koya dann so, nee, ich lasse dich jetzt nicht alleine einkaufen. Weil ich teilweise wirklich kaum gehen konnte. Ich wollte aber unbedingt, ich hätte auch Koya alleine einkaufen schicken können, aber ich wollte unbedingt einkaufen. Ja, dann waren wir einkaufen und es hat wirklich so weh getan, dass ich, also Koya hat dann das Essen gemacht. Koya kocht nie. Also er kocht nie, weil ich immer sage, nein, ich mache das immer und ich mag es nicht, wenn er in meiner Küche ist. Und er hat dann aber das Essen gemacht und ja, ich habe mich dann ins Bett gelegt und habe die Heizdecke angemacht. Es ist aber irgendwie nicht besser geworden. Also ich lag quasi auf dem Rücken und es ist nicht besser geworden. Dann habe ich mich irgendwie auf die Seite gelegt. Da ist es ja auch nicht besser geworden, weil ich dachte mir, vielleicht wenn ich den Druck irgendwie von der Seite nehme und dann habe ich mich auf die linke Seite, also da, wo ich die Rückenschmerzen habe, hingelegt, auf der Heizdecke und dann bin ich, und Koya hat mir meinen Rücken so ein bisschen gekrault und dann bin ich eingeschlafen und dachte mir, okay, es ist nichts. Aber ich hatte echt schon Angst, so, okay, vielleicht geht's jetzt los, ich weiß es nicht. Ich habe dann auch gegoogelt, es gibt halt Rückenwehen. Es gibt halt Menschen, die haben anscheinend gar keine Wehen im Bauch, sondern dass der Rücken halt permanent wehtut und auf einmal kommt das Kind. Da hatte ich halt schon so ein bisschen Angst, aber man weiß es halt einfach nicht, ne? Aber das sind so die Beschwerden, die ich momentan habe und die halt echt, ja, schon ein bisschen schlimmer werden. Aber es ist halt nicht so, dass ich sage, ich halte es gar nicht mehr aus, ne? Ich halte es noch aus, aber es tut halt alles weh. Jeder Schritt, den ich mache, also wenn ich jetzt, ich habe eben gerade Wäsche gemacht, ne? Oh, wenn ich dann die Treppe runtergehe, ich bin so außer Atem und so fertig mit der Welt, dass ich sage, ich kann nicht mehr. ja, also deswegen, Haushalt bleibt so ein bisschen liegen. Jetzt sind gerade auch die Kinder zu Hause und haben Ferien und machen natürlich auch viel Unsinn und Quatsch und du musst dann halt ständig hinterherräumen und so, ne? Hier habe ich zum Beispiel jetzt noch meinen Wäscheständer, da muss ich dann in 1,5 Stunden meine Wäsche fertig, hänge ich wieder Wäsche auf. Mia hilft mir ganz, ganz viel. Also wenn ich die frage, kannst du bitte das machen oder machst du bitte das, dann macht sie das sofort. Ben jetzt nicht so, der hat ja nicht so Bock, aber der versteht das auch nicht. Aber Mia, also wenn ich die um irgendwas bitte, dann macht sie das. Oder macht auch Sachen offen allein. Das ist also richtig toll. Bin ich froh, dass ich schon so eine große Tochter habe, die mir dann hilft. Und Koya macht auch alles. Also egal, was ich sage. Also jetzt momentan, wir hatten ja eigentlich gesagt, wenn nachts der Hund raus muss, gehe ich. Ich kann aber momentan, also es ist so schwer für mich aufzustehen. Und ich schaffe es gerade mal so zum Klo zu gehen, weil halt alles wehtut. Und er macht das dann auch und ist total lieb. Also kann ich mich auf jeden Fall gar nicht beschweren, dass ich da so eine gute Unterstützung habe. Genau, das waren so die Sachen. Ansonsten glaube ich, dass es nicht mehr lange dauern wird. Deswegen mache ich auch jetzt gerade dieses Update. Wir haben heute Freitag. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es am Wochenende kommt, das Baby. Aber andersrum habe ich auch gestern Nacht gedacht, so okay, vielleicht geht es heute Nacht los, aber es war ja nichts. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir so, oh, war ja nichts, ne? Ich konnte auch dann echt, als ich dann eingeschlafen bin, echt gut schlafen. Deswegen, also man steckt nicht drin. Ich habe jetzt schon zweimal gedacht, dass es halt losgeht, aber geht nicht los. Deswegen, ich bleibe entspannt und ich weiß auch immer noch nicht genau, in welches Krankenhaus ich gehen soll. Aber das entscheidet sich noch. Das werden wir dann, glaube ich, spontan entscheiden. Ich habe auch schon die Kliniktasche fürs Baby gepackt. Die steht da oben auf dem Wickeltisch. Meine Sachen habe ich jetzt noch nicht gepackt. Die packe ich dann spontan ein, was ich alles so brauche. Ja, ich denke mal, dass ich dann noch ein bisschen Zeit habe, das einzupacken. Also da habe ich jetzt irgendwie auch noch keinen Nerv drauf. Ich habe einfach nur die Sachen eingepackt, die das Kind braucht. Also
Bodies, Anziehsachen, Koya hat die Babyschale schon im Auto und hat alles so eingerichtet, Mütze, ein Schnulli, solche Sachen halt. Genau, das haben wir schon eingepackt, aber meine Sachen jetzt noch nicht. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich genau brauche. Das entscheide ich dann spontan. Jetzt wollte ich euch noch mal einmal meinen Bauch zeigen. Ich habe mich übrigens vorhin gewogen. So sieht mein Bauch jetzt aus. Ich habe mich gewogen, ich habe 89,9 gewogen, also so angezogen. Und ja, also hier seht ihr ja wieder, hier ist diese Fettschürze, ne? Die ist immer noch wabbelig, aber alles hier oben drüber ist halt wirklich richtig hart. Mein Bauchnabel sieht irgendwie auch anders aus, finde ich. Also Koya meinte das in einem Tag zu mir, ja, der Bauchnabel sieht so anders aus, geht bald los. Ja, also ein riesen Bauch. Und ja, ich bin gespannt, was es wird, wie groß es wird, Mädchen, Junge und so weiter. Aber wir lassen uns überraschen und ihr werdet es bald erfahren. Bis dann. Tschüss.